Angelogen, angelogen. Was heißt hier angelogen? So ein erstes Treffen, das ist immer wie ein Bewerbungsgespräch. Man sieht zu, dass man im guten Licht dasteht. Wenn du den Job dann hast, dann kannst du immer noch alles relativieren. Und was hast du ihr erzählt? Sie sind mit dem Leiter der Klinik zusammen? Ich hatte eher den Eindruck, dass Sie mit dem... Naja, was heißt zusammen? Es ist eher so eine Art kleine Affäre. Er scheint mir aber sowieso ein ziemlicher Frauenheld zu sein. So, scheint er das? Also zumindest hat er in den letzten 2-3 Jahren nach eigener Aussage nicht allzu viel anbrennen lassen. Das ist aber sehr interessant. Wissen Sie, ich kann ihm das eigentlich auch gar nicht verübeln. Ich würde das wahrscheinlich genauso machen, wenn ich so einen senilen alten Knacker hätte, der mich sponsert. Ein seniler alter Knacker! Hab's vielleicht mal so beiläufig erwähnt. Im Prinzip habe ich aber darüber gesprochen, dass ich diese artgerechte Tierhaltung im Zoogehege völlige Scheiße finde. Ich mich um. Ich hab mich einfach... Das ist wie bei den großen Tieren, die im großen Gehege wohnen. Du latschst und latschst den ganzen Tag, bis du irgendwann mitkriegst, dass die Giraffe, die du besuchen willst, pennt oder nicht zu Hause ist. Ein seniler alter Knacker sponsert dich also, hä? Sei doch nicht gleich sauer! Du weißt doch, wie vergesslich die Asiaten sind. Die sind noch viel vergesslicher als Magel. Keine Schnittlung. Wie oft haben wir beim Chinesen die 70 bestellt und die 30 bekommen, hä? Lass uns raus, hat der Hilfe los! Ich denk nicht dran! Komm sofort hierher! Kommt gar nicht in Frage. Jetzt ist mir einiges klarer. Tatsächlich. Aber sagen Sie, was machen Sie eigentlich hier? Ich meine, wollen Sie sich irgendwie liften lassen oder sowas? Nein, ganz bestimmt nicht. Hallo. Karin, ich muss mit dir reden. Kleinen Moment. Das ging ja vorhin alles so schnell. Ich bin Karin, die Verlobte von Herrn Dr. Arnold, dem Leiter dieser Klinik. Wer? Ich glaube nicht, dass du das noch sehr lange sein willst, wenn du mit mir gesprochen hast. Daddy, jetzt fang doch nicht schon wieder damit an. Hallo. Margaret, jetzt passt's gerade überhaupt nicht. Hi, ich bin Kim. Sie ist mit Richard da. Denkst du? Es tut mir leid. Es ist ja nur, weil die Tante tot ist. Was? Ja, im Prinzip war es ein Unfall. Zu viel Medikamente und... Daddy! Ich denke, ich habe mein Bestes getan. Dafür werden Sie sich vor Gericht verantworten. Daddy, jetzt lass mich doch auch mal was sagen. Herr Launer, das ist alles ein Missverständnis unseres Anästhesisten. Edlich. Du weißt, ich habe dich in den letzten 30, 40 Jahren nie besonders leiden mögen. Aber hier zu sterben, das hast du nicht verdient. Dein Vater hat wirklich gedacht, Tante Hedwig wäre bei der Operation gestorben. Na ja, nachdem er dachte, dass du mit Richards Freundin zusammen bist. Und sie ihm von dem alten, reichen Knacker erzählt hat. Und er ohnehin nicht so viel von dir hält. Der Tag hätte insgesamt besser laufen können. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt wesentlich schlechter hätte laufen können. Hallo, Karin, du hattest aber recht gehabt. Wenn wir noch 1, 2 Cash trinken, geht es einem gleich wieder viel besser. Prost. Das hatte ich noch vergessen. Das alles wäre ja nicht so tragisch, wenn du nur nicht dauernd versuchen würdest, dich bei meinem Vater so einzuschleimen. Ich schleim mich bei deinem Vater ein? Natürlich. Ja, klar, aber für wen tue ich das denn alles? Das tue ich doch alles nur für dich. Ohne deinen Vater könnten wir uns das alles gar nicht leisten, was du so gewohnt bist. Denkst du denn, dass ich dich sofort verlassen würde, nur wenn ich mal auf ein paar Sachen verzichten müsste? Ja, nicht sofort, aber nach einer Weile schon. Hm? Ich würde mit dir auch in bitterer Armut leben. Auch wenn ich kein Auto hätte und kaum Schmuck. Selbst wenn ich mir zum Reiten ein Pferd leihen müsste. Karin, das finde ich ja ganz süß von dir. Aber ich denke, ich sollte doch noch mal mit deinem Vater reden. Weil, weißt du, ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass du dir ein Pferd leihen musst. Abgesehen davon brauche ich das Geld selber ganz dringend. Wo ist der alte Herr eigentlich? Wenn man ein paar von den Kirschen aufhat, dann schrumpft man nicht so schnell. Das ist ein Anti-Schrumpfmittel. Anfangs habe ich wirklich gedacht, den alten Drachen hätt's erwischt. Sie sind eine ganz patente Frau, Frau... Margret. Du wolltest doch Margret zu mir sagen. Margret, richtig. Sie erinnern mich an eine Jugendliebe. Hieß die auch Margret? Gisela. Eine ganz wilde. Oh, ich war auch eine ganz wilde. Sie haben natürlich vollkommen... Du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, irgendwie muss man die Dinge mal ein bisschen lockerer sehen. Einfach mal über die Stränge schlagen. Natürlich, weil wenn ich im normalen Tempo weiterschrumpfe, dann ist nämlich bald eines Tages Stiefmütterchen. Prost! Herr
Herr Lautner, ich würde gerne ganz kurz etwas erklären. Und zwar... Du hast doch völlig recht, mein Junge. Du bist mir vielleicht ein Filou. Die Weiber und diese ganzen Sachen. Ach, das hätte ich auch gerne mal getan, als ich so alt war wie du. Weiber? Gisela. Mit der hätte ich gern mal. Vorbei ist vorbei. Daddy, du trinkst? Kann ich da mal ein Foto von dir? Ach, komm, komm zu uns. Diese Frau, Margret, ja, die sagt, was nützt einem das ganze Geld, wenn man am Ende stiefmütterchen Dünger ist, ja? Genau. Und hat sein ganzes Leben überhaupt nicht gelebt. Richtig. Da kann man doch das ganze Geld verjuxen. Richtig. Und was das angeht, Herr Lautner, da habe ich auch schon einige konkrete Ideen, Herr Lautner. Also,